Oderwelle 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus aktuell. Schönen guten Tag zu unserem Corona-Spezial. Heute bei uns zu Gast hier im Studio Frank Bonack vom Polizeirevier Frankfurt-Oder. Sie sind ja bei uns hier zuständig für Ordnung, Sicherheit während der Krise, arbeiten also auch sehr eng mit dem Oberbürgermeister, Herrn René Wilke, zusammen. In den letzten Tagen haben Sie wahrscheinlich da sehr oft in Krisengesprächen gesessen. Was sind denn da so die wichtigsten Themen, die da gerade anstehen, die Sie betreffen? Ja, wichtigste Themen, die wir als Polizei mitzuhaben, ist die Unterstützung der Stadt bei der Durchsetzung der ganzen Kontrollmaßnahmen bezüglich der Eindämmungsverordnung. Jetzt hatten wir ja am Wochenende ein wirklich super tolles Frühlingswetter. Man wollte quasi rausgehen. Wie war denn Ihr Wochenende? Ich meine jetzt nicht privat, sondern dienstlich. Gab es denn viele Verstöße, was die neuen Regelungen angeht hier in Frankfurt-Oder? Oder nehmen es die Leute gut auf? Also ich muss sagen, die Frankfurter Bevölkerung ist sehr diszipliniert. Die Meldungen meiner Bediensteten, die am Wochenende Dienst verrichtet haben, sahen also so aus, dass es für sie ein entspannter Dienst war. Und sie haben bei den Kontrollen doch festgestellt, dass Bewegung, also die Leute auf der Straße waren, die also die Bewegung an der frischen Luft genutzt haben. Das Wetter hat ja eingeladen dazu. Aber zu 98%, sage ich mal als Zahl, wurden auch die Bestimmungen eingehalten. Also das heißt, die Abstände wurden gehalten. Es waren keine Gruppen unterwegs und viele haben nicht bloß die Innenstadt genutzt, sondern haben auch Naherholungsgebiete, wie am Helenesee waren sie schlendern, im Schlaubetal. Und da haben wir den Vorteil, Frankfurt hat in der Nähe ja viel zu bieten dazu. Das ist natürlich wunderschön, gerade bei dem Wetter. Aber bei den 2%, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, haben die das dann gemacht, weil sie einfach die Regeln noch nicht verstanden haben? Oder sind das dann wirklich Leute, die einfach so renitent sind und sagen, nö, meine ich? Also ich möchte jetzt keinen kriminalisieren, aber... ja. Es sind viele Leute, die haben es einfach noch nicht verstanden. Die sind also mussten also nochmal durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes oder durch meine Mitarbeiter entsprechend nochmal hingewiesen haben, Leute, achtet auf bestimmte Sachen, haltet euch fern, macht keine großen Grüppchen, macht keine Corona-Partys oder ähnliches, weil unser Ziel ist, wir wollen mit unserer Tätigkeit gefahrenabwehrend tätig sein. Das heißt also, wir wollen, dass die Frankfurter und Frankfurterinnen gesund bleiben. Und wir können ja voller Stolz sagen, obwohl wir eine Stadt sind, haben wir mit die geringsten Infektionszahlen hier im Land Brandenburg. Nun muss man dazu natürlich sagen, dass manche Bürger auch nicht verstehen, diese Regelung, ich sitze allein auf der Parkbank, das darf ich in Brandenburg ja nach wie vor nicht. Ich glaube, in Berlin wurde es jetzt gerade letzten Freitag oder am Wochenende abgeschafft. Da darf man es jetzt wieder. Glauben Sie, dass das hier in Brandenburg auch kommen wird? Ich will jetzt der großen Politik nicht vorgreifen oder ihnen Vorschrift machen. Die Bediensteten der Stadt, aber auch der Polizei sind angehalten worden, Fingerspitzengefühl zu zeigen. Also wenn jetzt wirklich mal eine ältere Dame, älterer Herr, gerade wie heute, Montag, Wochenende, der Kühlschrank ist leer, die gehen jetzt einkaufen, sind vom Einkaufscenter, von der Lepascha auf dem Weg nach Hause, ja, und dann setzen sich mal kurz hin, weil sie Luft holen müssen. Das, ja. Wir sagen immer so, mit Fingerspitzengefühl rangehen und das klappt auch. Also die Einsicht ist da, die wissen, wir können eben keine großen Wege machen und bisher hoffen wir immer auf die Einsichtsfähigkeit unserer Frankfurter. Wir hatten vorhin mal bei uns hier auch eine Hörerfrage, die ich mal direkt weiterleite an Sie. Und zwar ging es da um die Frage, dass wenn ich jetzt beispielsweise eine Freundin oder einen Freund, der zu mir nach Hause kommt, ja, zu Besuch, was ja nun nicht eigentlich oder was ja nun verboten ist, wenn der Nachbar dann aber die Polizei ruft und sagt, also der hat da jetzt gerade den und den Empfang, klingeln Sie dann auch, gehen Sie dann auch rein in die Wohnung und überprüfen das oder? Ja, also wenn der Anruf kommt und dort wirklich das festgestellt wird, dann überprüfen wir es, aber wir appellieren dann doch in der Regel an den gesunden Menschenverstand und sagen, haltet die Abstandsregeln ein, denkt dran, ihr wollt gesund bleiben. Wenn Sie jetzt so in den Krisensitzungen mit dem Bürgermeister sitzen, dann haben Sie ja jetzt schon viel gemeinsam entwickelt. Jetzt kommt natürlich die Frage, was kommen eventuell noch für Regelungen vom Bund oder auch vom Land Brandenburg? Aber wie sehen Sie jetzt die Zukunft in den nächsten Wochen? Weil das Thema wird uns ja noch weiter begleiten. Glauben Sie, dass wir schon an so einer Grenze sind, wo die Bevölkerung sagt, jetzt sind wir aber an einer Grenze, jetzt keine weiteren Regelungen? Oder was meinen Sie da persönlich? Die jetzigen Regeln schränken doch das Zusammenleben sehr streng ein.
Wir können vom Glück reden, dass wir nicht Verhältnisse haben wie in Bayern oder ähnliches, wo generelle Ausgangsquote sind, sondern wir doch gewisse Regeln noch des Zusammenlebens, des Aufenthalts an der frischen Luft erlauben. Wenn sich alle an diese Regeln halten, glaube ich, sind wir auf dem guten Wege, die Erreger oder diese Krankheit, die jetzt aktuell grassiert, nicht weiter zu verbreiten. Und wie gesagt, die Zahlen, die ja vom Land täglich veröffentlicht werden, sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, also dass sich die Frankfurter halten. Deshalb mein Appell wirklich, halten sich an die Regeln, denn wir wollen nur eins, bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank. Oderwelle 98.0 Pure FM und OSF 2, das Frankfurter Fernsehen. Coronavirus aktuell.